Hey Leute, was geht, Freunde? Herzlich willkommen. Ja, verpiss dich, Talas. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 1. Ja, ich habe das lange nicht mehr geletsplayed und oder gespielt. Nun ja, dann machen wir mal weiter. Das war der 14. Part, glaube ich, der letzte, und das ist jetzt der 15. Und haben wir das eigentlich schon genommen? Ja, den Almanach. Okay, gut. Jo. Ja, genau. Wir müssten ja den Almanach zu Korkalon bringen. Oh, da liegt hier noch eine Keule. Die nehmen wir auch gleich mit, um die zu verkaufen. Auf jeden Fall müssen wir ja den Almanach zu Korkalon bringen, damit sie die Anrufung des Schläfers beginnen können. Nun ja, dann gehen wir mal in Richtung Sektenlager. Ne, und dann können wir ja mal schauen, was die damit anstellen wollen. So. Hey, cool, da war eine Sternschnuppe. Wünscht euch was, Freunde. Aber bitte nicht laut vorsagen, ne? Weil wenn ihr es laut vorsagen tut, dann geht dieser Wunsch wahrscheinlich nicht in Erfüllung, oder? Alter. Haben mich gerade diese Äste von, ja, von diesem Baum, ja, weggebombt oder weggeschuckt, keine Ahnung. So, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hören könnt oder ob ich das überhaupt höre. Ah, okay, jetzt höre ich auch was. Aber ich habe auch so ein bisschen Angst, dass ihr meine Stimme kaum hört, weil, ich sehe das immer am Ende vom Video, wenn ich das Video fertig aufgenommen habe, dass entweder meine Stimme zu laut ist oder der Spielsound zu laut. Warum stehst du hier vorne? Hier sind wir wieder. Am besten, du bringst den Almanach gleich zu Korkalon. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Mach dir um mich keine Sorgen. Du Vollpelz, du. So ein Spast. Hey. So einen müssen wir hinrichten. Okay, nicht so brutal. Das war jetzt auch nur Spaß. Aber ehrlich, erst faul sein und dann groß daherreden. Als wäre er hier der King, ne? Talas. Hey du, komm mal her, rede mit mir. Rede mit mir. Der will gar nicht mit mir reden. Kann ich überhaupt mit jemandem reden? Mal schauen, ob das geht. Ah, okay, das geht. Wahrscheinlich hat Talas keine Sprachoptionen mehr, deswegen gehen wir einfach mal zu Korkalon und dann können wir den Almanach abgeben und dann schauen wir mal, was die da, ja, was die da machen. Oder was die vorhaben, diese Sektenspinner, ne? Sagen die Leute aus dem alten Lager auch immer, ne? Sektenspinner oder aus dem neuen Lager, keine Ahnung. Man darf auch nicht alles glauben. Nun ja. Auf jeden Fall, wo ist Korkalon jetzt? Ich glaube, ja, hier oben. Stimmt. Aber davor will ich meine Sachen verkaufen. Hat der genug Erz? Ich will meine tägliche Ration abholen. Ich will mir meine tägliche... Du hattest deine... Was? Nein! Ich will Hand... Was willst du? Ich will aber nochmal eine tägliche Ration. Okay. Daneben nicht. So, 107 Erzbrocken hat der. Dann können wir ja das alles gleich verkaufen. Oh, warte, das ist zu viel. Ja, genau. Vielleicht können wir ja noch was draufpacken, oder? Was der so hat. Vielleicht, ach was, nee. Also die ganzen Sumpfkraut-Zigarren, die brauchen wir nicht, ne? Die sind mir überhaupt nicht wichtig. So. Einmal verkaufen. Und das war's. So, dann gehen wir mal zu Korkalon. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht loslasse, bevor ich oben bin, weil das ist mir ja schon mal passiert in den älteren Folgen. So. Okay. Hallo, Kalums Leibwache. Wie geht's dir? Darf ich dich nachher abstechen? Was willst du? Schaffe ich hier sowieso nicht. Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit. Du hast alles besorgt, was wir brauchen.
Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. Oh ja. Okay. Dann eben. Soll ich mal probieren, da runter zu springen? Warte. Ich habe ja einen Sicherheitsspielstand, ne? Das speichern wir gleich mal ab. Und dann... Okay, da war ein Dach. Also da war ja eine kleine Hütte, da konnten wir drauf springen und sind zum Glück nicht gestorben. So, da sehen wir schon, jeder hat sich versammelt und Korkalum fehlt jetzt noch. Hallo Leute, ich bin da. Was? Was macht ihr denn? Warum setzt ihr euch so bescheuert auf den Boden und guckt auf den Boden oder... Ja, warum macht ihr das? Kannst du mir das mal erklären? Wie steht's? Ich bin total high, Mann. Okay. Dann rede ich wohl lieber nicht mit dir. Setzt euch doch nicht so blöd auf den Boden hin! Du hast gewonnen. Schon gut. Okay, keine Sorge. Nein, ich will hier keinen Ärger. Alles okay. Das war nur versehen. Ich habe mich verdrückt. Hallo, Baltyon. Wie geht's dir? Alles klar, Alter? Alles klar, Alter? Ja, kann nur machen. Als würde der jetzt hier so Ding. Keine Ahnung. Drogen nehmen oder so. Ihr wisst schon, was man in die Nase reinzieht. ja. Wie wär's, wenn Korkalum uns Gesellschaft leistet? Wie wäre es, lieber Novize? Warum hast du keinen Namen? So. Es stört doch nicht, wenn ich hier pennen gehe, ne? So. Bis zum nächsten Abend schlafen, ne? Okay. So, jetzt ist nächster Abend. Keine Ahnung. Hey. Du hast da drinnen nichts verloren. Ich hab doch nichts gemacht. Ich wollte doch nur ein Nickerchen nehmen. So. Jetzt sind alle da. Klasse. Supi. Yay. Und jetzt? Sag mir nicht, ich muss bis Mitternacht warten. Ah ja, gut. Dann gehe ich eben nochmal schlafen. Oh Mann, ist das... Ey, ist das nervig. Okay. Hey, du! Halt die Fresse, ich will nur schlafen! Raus! Fresse da! So, bis Mitternacht schlaf. Geht doch! Hat doch niemanden geschadet, ne? Und ich habe auch nichts geklaut. Halt deine Klappe! So. Ich glaube, das war ein bisschen zu laut. Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich sollte erst das Audio abchecken, bevor ich aufnehme. Naja, egal. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht.
passiert? Ja, Meister, was ist geschehen? War es der Weg in die Freiheit? Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Kapitel 3: Artefakte von uralter Macht. Ei. Du hast da drinnen nichts verloren. Ja, da bin ich auch nicht mehr. Eieiei. Was war das für ein komisches Ritual? Naja, Moment, ich muss kurz eine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da sind wir wieder. Okay, ja, wo waren wir stehen geblieben? Also, ja, die haben gerade hier dieses komische Ritual gemacht und ich glaube, wir müssen jetzt mit diesem netten Mann hier reden, Koranga. Hallo, wie geht's dir? Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Okay. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Okay, wir haben ja noch ein paar Lernpunkte bekommen. Ja, wir haben jetzt 10 Lernpunkte, 45 Stärke und 40 Geschick. Für was soll man das jetzt ausgeben? Am besten mal für Stärke, glaube ich. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemanden, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Toll. Ja, dann ciao. Dann müssen wir eben einen anderen suchen. Also den Templer beitreten habe ich eh keinen Bock, weil wir sind ja schon dem alten Lager beigetreten. Und jetzt müssen wir diesen Faulpelz und Vollidioten Talas finden, der uns die ganze Arbeit machen lassen hat. Ja, wo ist der Faulpelz? Ist hier wieder am Rauchen, ne? Hier am Kiffen. So. Wirf deine Scheißkippe weg und sprich mich an oder rede mit mir. So. Koranga schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Orkfriedhof bringen, damit ich dort Balukor und seine Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit. So ein Faulpelz, Alter, wie der rummeckert. Hey, hier gibt's vielleicht Leute, die mehr arbeiten als du und du meckerst hier nur rum, weil du, ja, jemanden zu einem bestimmten Ort schicken musst. Meine Fresse, hey, der gehört wirklich hingerichtet.
Okay, ich höre auf damit. Auf jeden Fall, auf geht's zum Ork-Friedhof. Ich hoffe, wir werden da nicht massakriert oder abgeschlachtet oder aufgefressen von den Orks. Naja, auf jeden Fall brauche ich ein paar Stärke-Upgrades, aber das mache ich, nachdem ich den Ork-Friedhof durchforscht habe. Weil ich jetzt keine Zeit und auch keinen Bock habe, bis zum alten Lager rüber zu rennen. Ja, ich weiß, ich bin auch ein bisschen zu faul, aber dieser Typ vor mir ist der faulste hier. So, jetzt bring mich endlich zum Friedhof. Zwar weiß ich, wo der Friedhof ist, aber ich zeige euch natürlich alles, wie das im ja, Spiel so ist, wie man diesen Ort findet, wenn man mal nicht weiß, wo dieser Ort liegt. So, ich muss auch irgendwann mal zum neuen Lager und dort meine Akrobatikfertigkeit verbessern. Weil dann kann ich mich schneller fortbewegen, wenn ich hier springe und so ein paar, halt, wenn ich mich so aufrolle. Und das sieht gleichzeitig gut aus und da können wir uns auch schneller bewegen. Fortbewegen. So. Jetzt lässt er uns natürlich hier wieder stehen und haut ab. Weil er zu viel Schiss hat. Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Balukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. You know what? Tell us, I'm badass. Deswegen gehe ich da rein. Egal wie stark die Gegner und Monster da sind, egal wie schwierig diese Ebene und was weiß ich, was auch immer ist, ich gehe da trotzdem rein. So. Naja, ich komme da sowieso halbtot wieder raus, oder? So, da sehen wir ein paar Beißer. Ja, wie ihr seht, ist meine Bogenfertigkeit ziemlich schlecht. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, wir werden verrecken. Ich muss versuchen, immer nur einen herzulocken, weil wenn alle auf mich gleichzeitig rennen, dann bin ich tot. Das ist der Beweis. Schnell! Rückzug! Jetzt zück doch dein, wie heißt diese Waffe nochmal? Irgendwas mit Stern oder so. Naja, egal. Morgenstern, ja genau, Morgenstern. Glaube ich mal, zumindest. Alter, jetzt muss ich schnell sein, jetzt muss ich schnell sein. Stirb, nein. Boah, jetzt muss ich zurück. Warte. Davor trinke ich noch einen Heiltrank. Sonst wird's zu riskant. Hat sich das sogar gereimt? Ich weiß nicht. So. Drei Flaschen runtergekippt. Und jetzt... Die! Nein! Ich hasse es, wenn der sich... wenn der lange braucht, sich umzudrehen, um abzuhauen. So, was muss ich drücken? Ah, okay. Ich muss V drücken, um nach hinten zu schauen. Gut, das war knapp. Wir werden eh sowieso in der Höhle drin sterben, weil da hat es bestimmt auch sehr viele Orks, die uns die Köpfe abreißen. Beziehungsweise uns den Kopf abreißen. Wir haben ja nicht zwei Köpfe oder drei oder mehr. So. Zum Glück haben diese Beißer auch rohes Fleisch dabei, sogar mehr. Damit wir die wenigstens nicht umsonst getötet haben. Beziehungsweise wenigstens nicht umsonst Leben verloren haben. So, aber das Blöde daran ist, ich habe jetzt keine Heiltränke mehr. Das heißt, ich muss was Besseres finden. Hier die Heilkräuter, die machen 30 HP. Aber jetzt habe ich aus Versehen Steinwurzel gegessen. Das macht Mana. Brauche ich aber eigentlich nicht. Oder im Moment brauche ich das nicht. Hier, Lebensenergiebonus 26. Gut. Und da ist es, die Höhle, ja, der Ork-Friedhof. Oh, ach du Scheiße. Ich habe gar nicht gesehen, dass da ein Ork steht. Schnell wegrennen.
Oh mein Gott, ich wollte eigentlich erst speichern und dann weiterkämpfen, weil die Beißer haben, ja, mir ordentlich viel Leben weggehauen. Okay, hier kurz abspeichern. Und dann noch ein zweites Mal. Ja, und die Zeit ist schon rum. Ich würde mal sagen, kommentieren und bewerten nicht vergessen. Verbreitet dieses Video, wenn ihr mich unterstützen wollt. Abonnieren wäre nett. Sagt es euren Freunden. Das war's von mir. Genug für heute. Wir sehen uns bald. Bis dann, ihr Leute. Ciao. Und ich werde getötet. Aber...